Everywhere I go, Pokemon trainers always know that Daro has got a Pikachu, has got a Suppe that he likes to show. Yay! Hallo Freunde, willkommen zurück zu Pokémon, die rote Edition. Ich habe ein bisschen gelevelt. Onigiri ist jetzt Level 12, Suppe ist jetzt Level 15, kann Aquaknarre, was bei dem Arena-Kampf hier sehr nützlich wird. Ich möchtest du ihn lesen? Ich bin der Arena-Leiter von Marmoria City. Genau so heißt die Stadt, Marmoria City. Rocco! Ist das etwa der gleiche Rocco, der auch in den ganzen Anime-Serien vorkommt? Genau der. Devise ist steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémons. Zufall? Ich glaube nicht. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay. Zeige mir, wie gut du bist. Und wir kämpfen gegen Rocco. Review. Oh. Rocco möchte kämpfen. In seinem tollen Cross-Posing. Natürlich. Kleinstein gegen Suppe. Suppe ist natürlich wesentlich stärker. Naja, 3 Level. Das kann natürlich einen Unterschied machen. Suppe ist auch die Schwäche. One-Hit. Suppe ist ein Wasser-Pokémon. Und auf einmal. Das einzige Pokémon, das in der ersten Arena Probleme kriegt, ist Glumanda. Und das wurde ja auch in den Remakes behoben. Onix ein. Suppe benutzt Aquaknarre. Das ist sehr effektiv. Mensch, so ein schwerer Arena-Kampf. Suppe ist jetzt Level 16. Puh, der Kampf hat mich echt an meine Grenzen gebracht. Uff. Aber benutzt immer dieses Cross-Posing. Natürlich. Denn durch welche Filme ist dieses Cross-Posing zurzeit bekannt geworden? Bestimmt irgendein Marvel-Film, oder? Ja, also einerseits bei Black Panther ist es bekannt dafür, dass der Black Panther dieses Cross-Posing macht. Und im Deadpool-Film, also im Trailer für Deadpool 2 kam es auch noch vor. Deadpool 2 ist übrigens bald in den Kinos, guckt ihn euch an, ist toll. Ich guck mir zuerst das neue Tomb Raider an. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Wenn du ihn nicht lesen willst, dann lese ich ihn. Daro erhält den Felsorden. Ist schon okay. Das ist dein offizieller Orden. Der Pgnliga. Die Pokémons der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémons jederzeit Blitz einsetzen. Daro gewinnt 1386 Moneys. Oh, Suppe entwickelt sich. Suppe entwickelt sich. Oh nein. Din, 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 din. Suppe wurde zu Suppok. Suppok. Warte, nimm das hier mit. Daro erhält TM 34. Eine TM erhält die Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Werde sorgfältig. Da merkt ihr, wie retro dieses Spiel ist. Man kann TMs nur einmal verwenden. Jenes Pokémon, aus dem du eine TM geben möchtest. TM 34 ist Geduld. Spoiler, werden wir nie benutzen. Aber Geduld ist doch wichtig für jedes meditierende Bla bla bla, Pokémon absorbiert Schaden, bla bla bla, Pokémon Konter mit doppelter Kraft, bla bla bla, Trainer auf der Welt, bla bla begabt, bla bla Pokémon Trainer, bla bla Pokémon Arena, bla bla Azuria City. Geh in die Pokémon Arena. Die Pokémon Arena. Möchtest du dich noch ein bisschen im Museum von Marmoria City umgucken? Müssen wir das? Ja, kann ja nicht schaden. Müssen wir es nicht. Und es kostet 50 Poké-Dollar. Dann lassen wir es lieber nicht. Jetzt habe ich schon bezahlt, jetzt müssen wir es auch angucken. Okay, dann geben wir doch 50. Bewunder diese Fischgräten. Wow. Das ist ein Aerodactyl. Ist das etwa ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Ist das etwa ein Archaeopteryx? Nein, ein Aerodactyl. Ist ein außergewöhnliches Fossil. Und jetzt rate, welches Pokémon hier ist. Ein Glurak. Falsch. Es ist ein Kabutops. Nah dran. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Und jetzt rate, was im Obergeschoss ist. Ein Glurak.
Falsch. Es sind Weltraumfahrzeuge. Oh, ist das etwa ein Space Shuttle? Eine Sache, die heutzutage auch nicht mehr verwendet wird. Ein Space Shuttle aus Columbia. Natürlich. Ich hätte gerne einen Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eins fangen. Ha, guess what? Wir haben schon eins. Und wir haben es nach Reisbällchen benannt. Ja, ein Pikachu, ich verspreche, ich fange eins. Ich bin übrigens nicht wirklich ihr Papa. Sie nennt mich Daddy, aber ich bin nicht ihr Vater. Der 20. Juni 1969. Ha, ein wiederkehrendes Thema. Die erste Mondlandung. Für diese Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Und heutzutage weiß man doch, dass diese Mondlandung nur Fake war. Seht ihr, Kinder, hier lernt ihr auch noch Geschichte. Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. In Klammern, Mondstein? Fragezeichen. Wisst ihr, wie man ganz schnell herausfindet, ob es ein Mondstein oder nicht ist? Man hält es an ein Pummeluff oder ein Pipi und wenn es sich entwickelt, dann war es ein Mondstein. Das werden wir bald herausfinden. Mondstein? Was ist daran so einzigartig? Es kann Pokémon entwickeln. Weder haben wir ein Pummeluff, noch haben wir ein Pipi. Noch nicht. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Dude, du wiederholst dich. Wenn ich groß bin, möchte ich auch ein Raumfahrer sein. Und ein Feuerwehrmann. Ein Feuerwehrmann im Weltraum. Ein Feuerwehrmann und ein Astronaut. Ein Astronaut. Natürlich. Ja, was möchte man sonst werden, abgesehen von Feuerwehrmann und Astronaut? Bäcker. Du hast mich angeguckt. Möchtest du mich etwa bekämpfen? You want to battle? You want to fight, boy? You want some fight? Die Göre möchte kämpfen. Göre setzt Taubsi ein. Ich hätte an der Stelle übrigens auf Pikachu wechseln sollen. War nicht so klug von mir. Aber dann Aquaknarren wir Taubsi eben weg. Aquaknarre gegen Taubsi. Das ist sehr effektiv. Oh, goddammit, no one hit. Und Nigiri hätte das besser gemacht. Nochmal Aquaknarre. Man könnte fast meinen, dass Daro eine Aquaknarre verschwendet hat, aber es ist sowieso egal. Psst! Möchtest du das Pokémon wechseln? Aber ja. Selbstverständlich. Nein, doch nicht. Ja. Los, nein. Onigiri. Rammstein. Ja. Nein. Rammstein. Rom. CD-ROM. CD-ROMstein. Ja. Onigiri, Daro besiegt Göre. Du bist gefährlich! Ist das Rape? Nein, please no. Aber wir müssen auf jeden Fall hier oben rum. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht tust. Hey, ich kenne dich aus Vietnam. Käfersammler möchte dich kennenlernen. Was? Oh, das ist Tinder. Donnerkeule. Drei Käfersammler in deiner Umgebung möchten dich kennenlernen. Ich habe auch ein Raupi. Warte mal, was auf so ein Raupi wird, wenn es erstmal entwickelt wird. Es kann Härtner. Ah. Ah. Möchtest du das Pokémon wechseln? Käfersammler ersetzt Hornuli ein. Donnerschock. Das heißt Hornliu. Ist mir doch egal, Donnerschock. Ist relativ effektiv. Fadenschuss. Verteidigungsdings. Donnerschock. Weißt du, wie ich mir gerade vorkomme? Wie? Ich habe letztens gesehen, dass GLP zusammen mit Paluten auch ein Let's Play zu Pokémon Feuerrot macht. Ah, das habe ich mitgekriegt. Mein kleiner Bruder hat sich das angesehen. GLP hat in seinem Leben, also er wirkt so, als ob er in seinem Leben noch, deswegen kann ich mir das auch nicht angucken. Er wirkt so, als ob er in seinem Leben noch kein Pokémon gespielt hat. Keine Ahnung davon, was er tut. Und Paluten ist die ganze Zeit so, aber es ist doch so und so. Und nun, da haben wir schon mal einen sichtlichen Vorteil, denn ich halte nicht den Controller in meiner Hand. Das ist absolut richtig. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. Oh nein. Heute Abend werden meine Beine so sehr jucken. Was soll ich nur dagegen tun? Ich bin ein Teenager und ich bin edgy. Ich höre My Chemical Romance und wie heißen die nochmal?
Wer hat nochmal My Song Snow What You Did in the Dark gemacht? Was? Keine Ahnung. So leider mal pop, leider. Ist es Fallout Boy? Ja, stimmt, es ist Fallout Boy. Und natürlich noch eine weitere Band, die man braucht für einen Teenager, ist natürlich 21 Pilots. Ah, ich glaube, ich kenne kein Lied von denen. Doch, natürlich kennst du Lieder von denen. Was kenne ich denn von denen? Wish We Could Turn Back Time. Ich kenne ein Lied von denen. Und hast du Suicide Squad gesehen? Nein. Aber du kennst bestimmt das Lied All My Friends Are Heathens, Take It Slow. Ja. Ja, das ist auch von denen. Ah, ich kenne tatsächlich Lieder von denen. Du kennst tatsächlich Lieder von 21 Pilots. Ich glaube, ich habe noch nie ein Lied aktiv von denen gehört. Wäre ich heute doch nur daheim geblieben. Wäre ich heute doch bloß daheim geblieben mit meiner 21 Pilots CD. Ja. Dann wäre ich jetzt immer noch ein edgy Teenager und nicht ein edgy Teenager ohne Pokémons. Dann werden wir doch mal ganz kurz unsere Pokémoner heilen gehen. Ich glaube, Das ist auch das letzte Mal, dass wir hier das Pokémon Center müssen. Ich glaube, dann können wir das nächste Pokémon Center schon benutzen. Die Frage ist, ist das ein Pikachu da an der Seite? Nein, das ist ein Pummeluff. Sieht man doch. Die kann man an den Sprites bei so wenigen Pixeln nicht mehr unterscheiden. Dann geh mal ins Menü und... Tatsächlich sind es auch Pokémon, die alle die gemeinsamen Sprites in der Overworld benutzen, aber es ist ein Pummeluff. Okay. Siehst du? Es singt. Hörst du das nicht? Stimmt. Das war cool, weil das haben die im Anime zurückgebracht. Es gab in den ersten Staffeln gab es immer den Running Gag mit Pummeluff, das dann gesungen hat, und dann sind alle eingeschlafen und Pummeluff wurde so wütend, dass die ihm beim Singen nicht zugehört haben und hat die dann mit Edding bemalt. Und das haben die jetzt. Das war sogar so ein hartes Meme, dass das sogar bis zu Smash Bros. Geschafft hat. Denn auch bei Smash Bros. Gibt es die Attacke von Pummeluff, dass er einfach sein Lied singt und alle nicht einschlafen. Nein, das ist einfach das, weil Gesang seine Signature-Attacke ist. Ich weiß. Und da schlafen die ein. Das ist absolut richtig. Mir fällt gerade übrigens ein, was glaubst du, wie viele Leute wir triggern, weil wir im Layout dieses Videos Glurak abgebildet haben und nicht aber mit Glurak Shiki ausgewählt hatte, und sondern Glurak das einzige Pokémon gewesen ist, das zurückgeblieben ist. Aber, was ich noch sagen wollte, apropos Glumanda, wir hatten ja vorher darüber, dass tatsächlich Glumanda das einzige Pokémon ist, das einzige Starter-Pokémon ist, das in der ersten Arena Probleme kriegt. Stimmt. Weil Wasser Stein ist sehr effektiv auf Gestein, Pflanze ist sehr effektiv auf Gestein, Gestein ist sehr effektiv auf Feuer. Darf ich daran erinnern, eines deiner ersten Let's Plays, das auf deinem Hedaro-Channel war ja auch ein weiteres Pokémon-Let's Play, wo du mit Glumanda richtig, Feuerrot in die Stein-Arena gegangen bist und eben auch sehr hart gelitten hast. Jein, allerdings ist es wie, da... Wie oft bist du gegen dieses Onix verkackt? Ich glaube zweimal. Zwei, dreimal. Aber da haben wir ja schon den Vorteil, dass Glumanda tatsächlich in der dritten Generation gebufft wurde. Extra deswegen. Ja, Feuerrot ist das einzige Spiel, in dem Glumanda auf Level 14, glaube ich, Metallklaue erlernt, was eine Stahlattacke ist, die sehr effektiv auf Gestein ist. Ja gut. Genau aus dem Grund, weil es das einzige Pokémon ist, das gegen die Arena so Probleme hat. Leider war mein Glumanda da. Noch kein Level 14. Richtig. Oh, Zippo war ein tolles Pokémon. Zippos sind toll. Ja, stimme ich auch zu. Zippo. Wir müssen übrigens eine Ausnahmeregel einführen, was die Benennung der Pokémon geht, weil wir werden Vogel-Pokémon fangen. Du kannst dir aussuchen, ob es ein Taubsi oder ein Habitak wird. Wir werden es natürlich Grillhähnchen nennen. Nein, wir werden es traditionell auf meinem Kanal. Wie heißen alle meine Vogel-Pokémon? Richtig! Schreibt's in die Kommentare! Vogel. Allerdings sind die alle durchnummeriert. Vogel 1, Vogel 2 und Vogel 3. Vogel 1 hieß nur Vogel, aber Vogel 2 hieß Vogel 2. Und jetzt kommt Vogel 3. Aber wir müssen mindestens ein Vogel-Pokémon müssen wir Gockel nennen. Ah, Mist, aber so viele Vogel-Pokémon werden wir nicht fangen. Wir können eins der legendären Vögel-Gockel nennen. Das klingt lustig. Zum Beispiel Lavados, weil es ein Grillhähnchen ist. Safkorn. So, light him up. So langsam macht Onigiri aber echt guten Schaden. Möchtest du sehen, wie mein Safkorn hart werden benutzt? Jetzt sind wir bei dem Tinder-Witz gelandet, den wir davor schon hatten. Ja. Ey, wieder bei Tinder. Yay. Hedaro, haben Sie jemals Tinder verwendet? Natürlich nicht. Sehr gut.
scheint es, als hätte sie doch Anstand. Oder eine Freundin, bevor es wirklich Tinder gab. Ich weiß nicht, seit wann gibt es denn Tinder? Wo ist mein Handy? Ich weiß nicht, steht das da dran? Jetzt hast du deinen Kopfhörer verloren. Gut gemacht. Das ist egal, denn die Musik muss ich nicht hören, um zu reden. Dann sing ich dir vor. Dü, 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 dü. Dillen, dillen. Dillen, dillen. Skiddle, die Skudel. Skiddle, die Skudel. Okay, Google. Incognito-Tab, denn sowas möchte ich mir in meinen Search-Leiste haben. Seit wann? Hättest doch einfach Siri fragen können. Ah, du hast keinen Siri, du hast ja ein Samsung. Ich habe ein Huawei-Handy. Das ist, stimmt, das ist Huawei. Kein Samsung, ups. 2012. 2012. War ich 2012 bereits in meiner ersten Beziehung? Mit 2012 war ich 15. Mit 15 war ich durchaus in meiner ersten Beziehung, ja. Lol, ich auch. Das ist absolut richtig. Habitag oder Topsy? Du musst es mir jetzt sagen, sonst fange ich jetzt Habitag. Aber Habitag wird zu Ibitag. Ich hatte in meinem ersten Durchlauf von Pokémon Feuerrot, was mein erstes Pokémon-Spiel überhaupt und eines meiner allerersten Videospiele war, ein Ibitag. Nimm mal Topsy. Topsy ist lustig. Aber Topsy wird zu Taubos und Taubos ist so Klischee. Dann nimm halt Habitag. Ich weiß es nicht. Tu es. Jeder wird erwarten, dass ich mir ein Taubsy fange. Deswegen werde ich aus Prinzip, wenn es überlebt, dann fange ich's. Nein. Es wurde weggecrittet. Ein Zeichen. Es hat versagt. Zeichen, definitiv. Hier will ich auf jeden Fall einen Pummeluff fangen. Ich möchte einen Pummeluff haben. Aber Pummeluff ist ein Normal-Pokémon. Es kann nur Kack-Attacken in der ersten Generation. Immer diese Normie-Pokémons. Taubsy! Zufall? Ich glaube nicht. Benutzt Tackle und dann guckt, wenn es überlebt, darf es eingefangen werden. Wenn nicht, dann fange ich keins von beiden. Es ist auch... Oh! Ah! Oh! Ah! Es ist... Sorry. Es wird ein Taubsy. Sorry, es ist ein... Es wird ein Taubsy. Es ist ein Zeichen. Ein göttliches Divine Intervention. Das ist so. Wunderbar, Taubsy wurde gefangen. Ein neuer Eintrag im Pokédex wurde angelegt. Yay. Ein vorwiegend in Wäldern lebendes Pokémon, das zur Verteidigung mit den Flügeln Sand aufwirbelt. Ich finde es übrigens witzig, dass du immer Pokémon sagst und ich sag immer Pokémon. Ja, natürlich. Oh. Wo ist G? Da ist G. Gell? Ja, Enter. Nein, das ist ja Vogel 3. Stimmt, nee, Vogel 1. Nein, das ist ja Vogel 3. Wieso ist das schon Vogel 3? Weil, ja, ich habe ja schon zwei Vogel. Echt? Die Problematik ist, es gibt hier keine Zahlen. Da muss es Vogel 10 nennen. Vogel... E ist eine 3, nur andersrum. wie mache ich das jetzt am besten? Wenn es C, dann benennst du sie buchstabenartig durch. Aber ich habe doch schon Vogel 2 etabliert. Okay, dann ist es tatsächlich Vogel C. Stellt euch einfach vor, dass anstelle dieses C ist eine 3 stehen. Okay, das ist Vogel C. Nein, es gibt die Vogel sind jetzt durchnummeriert. Es gibt Vogel, Vogel 2, Vogel C und Vogel 5. Und wie es mit diesen Vögeln weitergehen wird. Du hast auf die Uhr geguckt. Findet ihr heraus in unserem nächsten Let's Play von Pokémeme Rote Edition. Nein, das ist die nächste Folge. Das nächste Let's Play wird dann Pokémon Schwarz sein oder so wahrscheinlich. What are you fucking racist? Ja, nee, dann will ich Weiß spielen. Pokémon Ultra White. wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Und wenn es euch noch mehr gefallen hat, dann lasst auch einen Sub da. Und läutet die Glocke, damit ihr jedes Mal Hedaros Videos seht. Das mit der Abmod üben wir noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.